Moin, liebe Freunde der modernen Unterhaltungsmedien. Und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Pokémon Phantomus Style. Zwar ist hier eine melodische Melodie am... Eine melodische Melodie. Oh Mann, das fängt ja wieder super an. Eine schöne Melodie am Dudeln. Allerdings wird sie jetzt nicht so bleiben, denn wir haben Team Phantom gefunden. Wir sind John gefolgt und haben jetzt Team Phantom gefunden und deswegen geht's jetzt los. Hä? Halleluja, eine ganze Armee da. Ja, meine lieben Brüder und Schwestern. Wir sind verwandt? Mann, das sagt man halt so. Also sind wir nicht? Nein! Aber warum sagst du es dann? Oh! Na! Mit was für Idioten muss ich nur zusammenarbeiten? John, wir müssen uns beeilen. Der Boss wartet. Und wir können uns nicht ewig Zeit lassen. Na, Gabriel wird mir die Hölle heiß machen, wenn wir trödeln. So, Team, heute sammeln wir das nächste Puzzlestück für unseren Plan. Wir spielen Banjo-Kazooie? Nein, bestimmt Banjo-Tooie. Oh Gott. Ich gebe John einmal recht. Was für Idioten. Jetzt reicht's aber langsam! Oh! Sorry! Na! Mann, ey! John! Ja, ja! Also nochmal, wir müssen jetzt alle konzentriert sein. Wir dürfen nun keine Fehler mehr erlauben. Ihr wisst, was unser Ziel ist. Und wenn wir diese Mission nicht schaffen, können wir unser Ziel abhaben. Das klingt ja interessant. Ja, darum sind wir nun hier. Entschuldigung, was machen wir denn hier aber hier? Ich meine, hier sind nichts außer Bäume. Das ist eine Sackgasse. Bald nicht mehr. Hä? Okay. Aber zunächst was anderes. Das neben mir ist Georg. Hallo, Georg. Oh Gott. Oh Gott! Jedenfalls ist er nun euer zweiter Kommandant. Ja, ihr habt richtig gehört. Dieses Mal werden wir uns in zwei Teams aufteilen. Das müsste die Sache hier einfacher machen. Gut. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nein. Sehr schön. Dann legen wir mal los. Los, Mirakelstein, falte deine Lampes. Boah, was ist das für ein Leuchten? Es ist geschafft. Der Weg ist offen. Seid ihr bereit? Denn jetzt gibt es keinen Weg zurück. Los geht's! Okay! Boah, Mann! Warum habe ich auch direkt in das Licht geschaut? Alter, verdammt! Hey, was passiert? Die Bäume sind verschwunden. War das die Macht des Mirakelsteins? Ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Wir haben ja keine andere Wahl, als zu folgen. Die Pokémon sind bereit. Was? Das ist doch wieder ein Weg in die andere Dimension, oder? Okay, wir haben keine Wahl. Nein, es ist ein Untergrundfahrt. Es ist ein Tunnel. Über eine Schlucht hinweg. In einem Tunnel, dem Untergrundpfad. Keine Ahnung, wo es hingeht. Team Phantom hinterher. Wir müssen sie aufhalten. Nun hier, ich wiederhole noch einmal. Es muss jedem bewusst sein, wie wichtig diese Mission ist. Jawohl! Es wird bestimmt wohl aufregend!
Oh ja, ich bin ja so gespannt, was uns alles erwartet. Was meinst du, was uns alles erwartet? Ruhe, der Kommandant ist noch nicht fertig. Hey, wer bist du? Ich bin nur ein Pokémon-Trainer auf der Durchreise. Was ist denn los? Hier ist ein Trainer, der uns anscheinend ausschnüffeln will. Komisch, dabei habe ich extra aufgepasst, dass keiner uns folgt. Egal, beseitigt ihn, wer auch immer er ist. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ich weiß nicht, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Schade, sie scheinen sich nicht mehr wieder. Die scheinen mich nicht mehr wiederzuerkennen. Los, Mirakelstein! Sei der Schlüssel zu unserem Erfolg. Boah! Oh, was passiert da nur? Ja, der Weg ist offen. Dann lasst uns die Mission beginnen. Haltet ihr diesen Trainer auf und kommt dann sofort nach. Wir brauchen keine Schnüffler, die uns die Mission vergeigen. Okay! Los, Leute. Wir warten. Wir können nicht länger warten. So, du weißt jetzt, was jetzt kommt? Boah. Na gut. Dann lasst uns kämpfen. Mario und Thomas wollen einen Kampf. Nach Tara und Kapils. So. Natürlich haben wir jetzt mit einem Feuer-Pokémon doch sehr im Vorteil. Deswegen werden wir doch direkt mal Alu austauschen. Denn der hat die meiste Schwäche gegen hier das, ich glaube, Kapilz. Ich weiß nicht, Kapilz sind Pflanzenkäfer oder ist es nur Käfer oder ist es nur Pflanze? Ich weiß es nicht. Deswegen, ich will das gar nicht ausprobieren. Deswegen werden wir Alu direkt austauschen gegen Joel. Denn wir müssen Team Rocket aufhalten und dann dürfen wir uns keine Fehler erlauben. Tempo-Hieb gegen Alex Storm. So, und da kommt der Thunderblitz auf Nachtara. Ja, super, hat ja nicht ganz so viel gebracht. Aber zumindest haben wir jetzt Joel draußen. Rechte Hand. Und Joel macht Feuerblitz auf Kapilz. Dann müsste Kapilz mit einem Schlag besiegt sein, weil das sollte er nicht überleben können. Ja, das stimmt auch. So, damit bekommt Alex Storm 660 Erfahrungspunkte, Alu bekommt auch 660 Erfahrungspunkte und Joel auch. Es kommt Makago. Oh, da brauchen wir Wasser-Pokémon. Makago ist von Typ Boden und Feuer, ne? Deswegen werden wir direkt Alex Storm austauschen, denn Typ Boden werden wir mit Alex Storm nicht besiegen können. Da brauchen wir Luigi Peach Bowser, definitiv. Und wir versuchen noch einen weiteren... Hat sich Nachtara geheilt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Feuerblitz auf Nachtara. Abio runter. Na, zieht ja ordentlich ab, das reicht ja. Die Finte. Oh. Amnesie von Makago. Okay. Wir lassen Luigi Peach Bowser selbstverständlich drin, haben ja noch Surfer. Und setzen dann noch Schlitzer auf Nachtara ein. Dann sollte es doch genügen für Nachtara. Wenn er nicht schon durch den Surfer... Nee, ist er nicht. Hätten wir doch ein bisschen mehr draufhauen können. Na gut, man kann nicht alles erahnen. Da kommt der Horrorblick. Ja, nochmal Surfer. Dann könnte mal Cargo schon fast vor Ende sein. Und wir benutzen nochmal... Ja komm, wir benutzen Schlitzer nochmal auf Nachtara. Ich möchte dafür keinen Flambo verschwenden. Das reicht sogar diesmal, glaube ich. Und Makago ist auch besiegt. Jawohl. Nein, es lebt noch. Oh, so knapp. Bestimmt noch ein KP über oder so. Schwalboss, da hätten wir doch unser... halt, reicht. Hätten wir doch unser Storm nochmal gebrauchen können jetzt. Das machen wir auch.
Macau ist nämlich jetzt besiegt. Und wir wechseln dann direkt auf Alex Storm. Mit ein paar wenig KP, würde ich sagen, ne? Hoffen wir, dass es reicht. So, Schweigos benutzt Doppelteam. Damit haben wir eine Runde quasi geschenkt bekommen. Surf trifft nicht. Ach so, ja, okay, das ist okay. Aber Makago, der trifft. So. Jetzt benutze ich Luigi Peach Bowser's Runde. Durch diese ganzen Stimmverstellen gerade habe ich gerade so ein bisschen Probleme mit meinem Hals jetzt. So, ich benutze Luigi Peach Bowser's Runde, um einen Supertrank einzusetzen. Und benutze die Runde von Alex Storm, um Thunderblitz einzusetzen. So, Agilität macht nichts. Und jetzt wirst du gebrutzelt. Yes! Damit ist auch Schweiboss besiegt. Kein Problem für uns. Oh, es kommt noch ein Bronze-Song. Ist es von Typ Stahl? Kann das sein? Wir versuchen es mal mit Zertrümmerer. Eisblitz? Eisblitz? Wir versuchen das mal Zertrümmerer. Und wechseln Alex Storm aus gegen Joel, der schon so... Ich hoffe, er ist von Typ Stahl. Oder er ist nur von Typ Stein, aber er sieht so ein bisschen nach Stahl aus, finde ich, persönlich. What the fuck? Warum ist das so klein? Feuerblitz. Letzte. Muss noch gleich Ether einsetzen. Ah, fuck, 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 ich hab mich verdrückt. Nein, ich hab... Warum ist hier die Schrift so klein? Was ist da passiert? Aber es reicht. Ist von Typ Stahl. What the fuck? Warum ist das so klein? Das ist doch nicht normal. Okay, Joel ist besiegt. Wir haben noch Alu. Also langsam könnte die Schrift wieder größer werden. Surfer. Und noch Zauberland hinterher, dann reicht das. Hä? Ich hoffe, das ist nur für diesen Kampf so. Sehr kurios. Ja, ja, ja. Wir haben keine Kampf für den Pokémon mehr. Wir müssen uns zurückziehen. Okay. Teleportation! Und tschüss. Es scheint, dass meine Zeit der Revanche gekommen ist. Ungewollt? Naja, aber egal. Hauptsache, diese Typen werden mal wieder in die Schranken gewiesen. Genau, das tun wir auch. Aber vorhin müssen wir noch ganz kurz noch hier unser gefallenes Pokémon wiederbeleben. Das wird ein Spaß jetzt. Supertrank. Und einen Äther. Für Feuerblitz. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Pokémon Phantomkristall. Bis dahin. Tschüss.